Ich darf Sie also recht herzlich zu unserer Veranstaltung Design, Licht und Architektur im Online-Format recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Herbert Lechner vom Holzcluster Salzburg. Es ist im Rahmen des Projektes Holzbau 2020 unsere dritte Online-Veranstaltung. Entwickelt und konzipiert haben wir dieses Projekt schon letztes Jahr, aber aus den bekannten Gründen musste ja vieles verschoben werden. Und es war auch gut, dass wir das auf das Jahr 2021 verlegt haben. So haben wir also noch Hoffnung, dass wir zumindest den zweiten Teil unserer Veranstaltungsreihe zum Projekt dann auch in Präsenz abhalten können. Dieses Projekt oder diese Veranstaltungsreihe ist eine Kooperationsveranstaltung mit der Initiative Architektur Salzburg, mit ProHolz Salzburg und eben dem Holzcluster Salzburg. Ich darf die Kollegen, Kolleginnen Roman Höllbacher von der Initiative herzlich begrüßen, Matthias Jessner von ProHolz und natürlich auch die Projektmanagerin des Holzclusters, Katharina Springel, die uns den technischen Support in bekannter Weise sozusagen machen wird. Sie ist diesbezüglich, sage ich, schon sehr geübt und erfahren, weil es ja schon die x-te Veranstaltung ist, die wir heuer im Frühjahr beziehungsweise auch im Winter online gemacht haben. Ausgangslage dieses Projekts war, dass wir drei Kooperationspartner uns sozusagen den Blick in die Zukunft, in die Vergangenheit gerichtet haben, weil es einfach interessant war oder ist, die letzten 20 Jahre in Salzburg von verschiedenen Sichtweisen zu reflektieren. Was hat sich im Bundesland Salzburg in den vergangenen 20 Jahren bezüglich der Holzbauentwicklung, des Holzbaus, von der Technik, von der Umsetzung, von den Gebäuden verändert und entwickelt? Das war sozusagen unser Fokus. Und wir haben also sozusagen unsere Eindrücke, unsere Quellen, die wir recherchiert haben, in einer Publikation einfließen lassen. Es ist eine Ausstellung im Haus der Architektur aufbereitet, die man besuchen kann, die noch bis zum 2. Juli läuft. Und natürlich haben wir sozusagen auch ein Rahmenprogramm entwickelt mit insgesamt fünf Veranstaltungen und heute eben zum Thema Design, Licht und Architektur. Die Eingangsfolie hat eh schon darauf hingewiesen, dass wir die Teilnehmerinnen bitten, Ton und Kamera auszuschalten. Wenn Fragen auftreten, bitte das einfach in den Chatroom schreiben oder nachher am Ende der Veranstaltung kann man sich gerne auch melden, seinen Namen bitte nennen und dann die Frage formulieren. Online hat ja auch den Vorteil, dass man sage ich, seine Referenten von ein bisschen weiter herholen kann. Ich darf den Georg Pächter aus Vorarlberg recht herzlich begrüßen. Sehr schön, Georg, dass du dir die Zeit genommen hast, da uns einen Vortrag zu halten. Und natürlich auch herzlich willkommen Michael Leube, der in Madrid verweilt und der sozusagen auch zu uns zugeschaltet ist und die Hürde der Pyrenäen oder der Alpen, sage ich, locker über online meistert und so im Bild und Ton auch bei uns sein kann. Danke, Unser danke, dass heutiges ich hier sein kann. Ja, herzlich willkommen nochmal, Michael. Unser heutiges Thema Licht, Design und Architektur geht ja ein bisschen, sage ich jetzt, von den klassischen Vorträgen, von den Holzbauen ab.
Wir werfen also sozusagen den Blick auch auf den Innenraum, auf die Gestaltungen, auf das Licht und seine Wirkungen und natürlich auch den Aspekt der Menschen, die ja Benutzer sind, die Bewohner sind und die Besucher sind. Und dieser Aspekt wird also auch versucht, in den Vorträgen, sage ich jetzt, anzusprechen und diese Aspekte auch später zu diskutieren. In den Betrachtungen der Referenten kommen natürlich auch Themen der Nachhaltigkeit, der Formen des Wirtschaften und des gesamten sozialen Gefüges zusammen. Und damit darf ich sozusagen meine einleitenden Worte schon zum Abschluss bringen und darf gerne dann auf den Vortrag von Georg Pächter verweisen. Und bevor der Georg dann startet, darf ich ganz kurz versuchen, ihn und sein Büro kurz vorzustellen. Georg Pächter ist ja, sage ich jetzt, in der Architekturszene gut bekannt, vernetzt. Man kennt ihn. Er ist Architekt und Designer. Und am liebsten, glaube ich, ist ihm so das Erfinden von allerlei Sachen, also seiner Kreativität und seiner Neugier, glaube ich, sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Ursprünglich hat er das Tischlerhandwerk erlernt, beziehungsweise gelernt, wie so manch anderer Architekt auch. Das ist also jetzt, sage ich, nicht ganz zufällig, dass der eine oder andere Handwerker, der den Möbelbau gelernt hat, dann, sage ich jetzt, in der Architektur sein Betätigungsfeld findet. Georg Pächter hat dann sein Architekturstudium an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart absolviert. Seit 2007 ist er freier Architekt. 2009 hat er die ersten Leuchten entwickelt und ist dann sozusagen in seine Heimat in den Bregenzer Wald zurückgekehrt und hat hier die Georg Pächter Licht Firma gegründet. Seit einigen Jahren hat er seine Firmen, das Architekturbüro und die Leuchtenmanufaktur, in ein gemeinsames Haus zusammengeführt, vereint. Der eine oder andere kennt diesen tollen Holzbau. Georg Pächter, glaube ich, kann ich sagen, fühlt sich eben dem ökologischen Bauen sehr zugetan. Ihm geht es vor allem um konsequente und saubere Lösungen. Und ein besonderes Augenmerk neben der Architektur widmet er auch dem Licht und der ganzen Lichtinszenierung, den ganzen Aspekten, die, sage ich, mit dem Licht zusammenhängen. Die erste Folie habe ich, sage ich, schon vom Georg Pächter gesehen und seine Präsentation beginnt mit dem Jahr 1850, also ist doch schon eine Weile her. Und ich bitte dich, Georg, uns ein bisschen hinters Licht zu führen und deine Einleitung und deine Präsentation zu starten. Wir sind schon sehr gespannt, was wir aus dem Bregenzer Wald von dir zu hören und zu sehen bekommen. Und nochmal ein herzliches Grüß Gott aus Kuchl. Grüß Gott zurück aus dem Bregenzer Wald. Herbert, danke für die einleitenden Worte. Es ist eigentlich schon vieles gesagt. Ich werde schauen, dass ich den Bogen schnell von 1850 in die Jetztzeit zu bringen, wo wir ein bisschen wirken können. Und ich darf euch heute aus dem Bregenzer Wald, wie gesagt, begrüßen, nicht bei euch in Kuchl. Und haben hier eine Freude, dass wir durch die besondere Zeit den Umzug und so quasi unsere zwei Spannungsfelder zwischen der Architektur, wo 5 Leute beschäftigt sind, und dem Licht, wo mittlerweile schon 15 Leute dabei sind, eben diese zwei Arbeitsfelder zusammenspannen konnten und im Rasenierungsprojekt hier eine neue Heimat finden können. Und
Ja, möchte den Vortrag beginnen. Vielleicht ist der eine oder andere schon ein bisschen nervös wegen meinem dunklen Hintergrund. Das ist das Licht. Oder das Licht, ich stehe fast in der Sonne. Aber wenn es schwarz ist, kann kein Licht wiedergegeben werden. Und das ist unser Luftrichter, den wir sehr genießen, weil es ist ein Raum, der eben nicht nur Terrasse ist und Erholungsraum, sondern eben unseren Blick in die Landschaft, und da darf ich kurz den Bregenzer Wald begrüßen, öffnet, und das genießen wir sehr, nicht nur zum Feierabend Bier trinken, sondern einfach auch mal zum Beispiel Besprechungen zu halten. Und wie gesagt, wir freuen uns eigentlich total, dass wir die Ehre hatten, und ich werde das Projekt vielleicht auch heute mal kurz vorstellen, uns da eben eine Heimat zu machen. Hier sehen wir unseren gemeinsamen Wintergarten, wo wir sehr gerne von unserer guten Fee uns bekochen lassen. Und hier mit den Büroräumlichkeiten da irgendwie etwas geschafft haben für die Zukunft. Ja, ich werde jetzt den Bildschirm teilen und euch ein bisschen was erzählen über das, was uns begleitet, was wir gerne machen. Und habe als Referenzen zum Glück ein paar Mitarbeiter gefunden, die da mal lachen und oder vielleicht auch einschlafen und so quasi als Referenz dann sehen, ob der Vortrag auch ankommt oder nicht. Jetzt haben wir da noch ein Steuerung L, und jetzt können wir starten mit 1850. Mit 1850 darum, weil ein sehr persönliches Projekt mich doch nachhaltig geprägt hat, indem, dass ich nach meinem Studium dieses Haus von meinen Großtanten übernehmen konnte. Und als ich dann hineingegangen bin, ein traditionelles Bregenzerwälder Bauernhaus, wie man es so kennt, und alle, die dann irgendwie in den 60er und 70er Jahren oder 50er und 60er Jahren ein bisschen Geld gehabt haben, die haben sich dann auch am PVC-Boden geleistet, wie auch hier. Und ich wollte das ein bisschen sanieren, und jeder hat nur gesagt, hey, so quasi, Georg, da weiß ich eh, was du musst bei uns, sagt man da, schleifen, also Wurzelbehandlung machen, das wegwerfen. Da habe ich gesagt, nein, das kommt mir eigentlich nicht in die Tüte. Ich will das irgendwie sanieren, und habe da sehr viel gelernt, das mich einfach geprägt hat, weil man gesehen hat, dass es eigentlich drei große Haufen gab. Das eine war die Holzgeschichte, das andere waren Metallrohre und so weiter, und dann eben das, was seit den 50er Jahren da wieder dazugekommen ist. Und wenn man die Nutzungszeit dann gesehen hat, dann hat mir das irgendwie schon zu denken gegeben. Und ich habe gemerkt, dass es an einem selber liegt, jetzt das, was man als nächstes dazu gibt, wie das eben verwertbar ist. Und schlussendlich, das ist das Ergebnis, eigentlich vor allem zurücksaniert, rausgenommen, sandgestrahlt und ein bisschen ergänzt, und von dem her hat es mir als guten Wohnort sehr lange gedient, oder ein paar Jahre übergangsfristig. Und das war eben die Zeit, wo man vor 10 Jahren dann angefangen hat, wirklich zu sagen, hey, es ist gut, wenn wir unsere Häuser dämmen und wenn wir etwas tun für unsere Umwelt. Und der Mensch ist ja nicht nur ich, sondern der Mensch an sich ist erfinderisch und überlegt sich dann natürlich, wie das am besten geht und wie es natürlich am einfachsten geht. Und manchmal vergisst man halt in der Eile, was auch ganz einfachen Konstruktionen entsteht, wenn man dann verbindet oder verbessert, und hat teilweise wirklich übersehen, was daraus entstehen kann, nämlich vielleicht auch sowas, dass eben Verbundsysteme entwickelt wurden, die zwar jetzt mal Energie sparen, aber was passiert dann danach? Und diese Erfahrungen, und das ist
bin ich eigentlich sehr dankbar, dass ich das Handwerk gelernt habe und eben auch selbst irgendwie teilhaben konnte, weil wenn man selber baut, dann merkt man doch gewisse einzelne Sachen und das ist nicht eine Fahne im Wind, sondern das ist der Nachhaltigkeitskotzbeutel, den ich da in der Zeit entwickelt habe, indem ich gesagt habe, ja, es ist nicht alles, was sich dahinter verbirgt, auch immer die beste Art und Weise, es anzumachen und habe mich da ein bisschen hineingelebt in die ökologischen Möglichkeiten. Ich weiß, dass die nicht in allen Großprojekten dran ist, aber wenn man diesen Prozentsatz sieht, dann merkt man auch als Architekt, dass man da durchwegs etwas bewirken kann und auch wenn es nur 5% sind, dann sind es bei 60% doch sehr viele Sachen. Waren dann die ersten Projekte, zum Beispiel dieses Haus, tauglich machen für eine Familie, die das übernommen hat, haben wir gesagt, oh, abreißen ist zwar nett, dann können wir ein ökologisches Haus machen, aber vielleicht mit der Substanz zu arbeiten, gut, wir müssen dämmen und sind dann auf den Baustoff gekommen, den es gratis auf dem Feld gibt, einer der ökologischen Baustoffe, der mit keinen Bohrsalzen oder sonstigen Zusätzen verwendet werden kann, sondern wirklich als Abfallprodukt der Ernte, also Stroh, als dem Material eingesetzt werden kann. Und das ist nicht eine neuzeitliche Erfindung, sondern geht eigentlich auch wieder ins 19. Jahrhundert zurück, amerikanisch vor allem, wo dort einfache Hütten gemacht wurden. Und ich habe eigentlich eine Holzpackung gemacht und dann die Strohballen als Dämmung eingesetzt. Natürlich verändert sich ein bisschen das Haus, aber das war die fertige Hülle, aufgestockt, das halbe Geschoss. Und wir reden jetzt hier nicht von 20 oder 40 Zentimeter Leibungstiefe oder Mauertiefe, sondern wir reden fast wie bei den Burgen im Gesamten, haben wir mit dem Ziegelbau dann 90 Zentimeter gehabt, was natürlich dann auch die Plastizität dieses Gebäudes gegeben hat und dadurch gab es eigentlich im Gesamten einzelne gleich große Fenster, die sich nur in sich verdreht haben und zwei große Ausschnitte für die Terrassen aus Rüster oder Ulmenholz, das der Tischler zuerst als Brennholz bezeichnet hat, ist dann diese Küche entstanden und man sieht, glaube ich, ein ganz gutes Farbenspiel und der Kachelofen ist hier dann das Einzige, was von der Heizung noch übrig geblieben ist, also mit diesem Kachelofen kann jetzt 170 Quadratmeter beheizt werden mit Birnenentlüftung. Alles, was dazugekommen ist, ist naturverbunden oder naturbelassen gewesen und von dem her ist da eigentlich eine ganz gute Atmosphäre entstanden und durch den Altbau, den es so gibt und man baut den Altbau weiter, ist so wie eine Stadt für mich ein Weiterbauen eben zu einer gewissen Komplexität der Räumlichkeiten führt und dadurch immer wieder Räume entstehen, die man, wenn man neu an eine Planung rangeht, eben nicht entstehen würden. Ja, und dieses Thema haben wir dann weitergeführt, nicht ich, ich bin der Erfinder so vom lasttragenden Stroh, aber ich habe das gehört und es war eine Familie, die unbedingt sehr viel Geld sparen wollte und ganz ökologisch machen, alles machen wollte und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Weil wenn das gehen würde, würde doch jeder machen. Aber eben dann nach einer großen Enttäuschung habe ich gesagt, ja gut, wir können es mal probieren, wenn ihr ein Experiment wagt und das ist eben lasttragendes Strohballenbau. Wir haben Jumbo-Strohballen bei diesem Projekt verwendet, haben die wie Ziegelsteine aufeinander geschlichtet, haben dann einen großen Deckel aus Holz, den wir wirklich wie ein Kasten dann draufgelegt haben, als Dach konstruiert, haben dann die Nachbarn eingeladen, ein bisschen
zu schauen oder mit uns im Stroh zu spielen oder diese Holzausfachung mit Stroh zu füllen und haben das innen mit Lehm verputzt und außen mit Kalk und das ist das ganze Haus. Viele werden sich jetzt fragen, was ich jetzt nicht sehe, aber das geht doch nicht. Stroh brennt wie Zunder, sagt man. Das ist ungefähr vergleichbar wie mit einem Papier, das sehr gut brennt, aber ein Telefonbuch anzuzünden geht eigentlich nicht, weil kein Sauerstoff dazu kommt. Also einzelne Blätter brennen, einzelne Strohhalme brennen, aber durch dieses so verdichtet ist, ist es kein großes Thema und mit Lehmputz oder Putz an sich erreichen wir das Brandschutzklasse F90. Also ist überhaupt kein Thema. Die Mäuse haben warm, ist immer gern. Also jedes Dämmmaterial für Mäuse ist willkommen, aber da sie kein Korn finden, das ist jetzt auch nicht das größere Thema. Und dann gibt es noch die Ameisen, die bekommen zum Glück Blähungen. Und damit hat das Ungeziefer eigentlich keinen Bedarf an diesem Strohhaus. Hier die Konstruktion angedeutet. Durch eine automatische Beschattung haben wir hier auch diesen Sommer-Winter-Zyklus drin. Und so sieht es aus. Es sind eigentlich nur als Raumteiler einzelne Schränke, die wie Kuben hineingestellt sind und so mit dem Schranköffnung das Zimmer geschlossen werden kann und durch Tiefen oder Breiten von 130 cm dicken Mauern kann auch hier eine Badewanne Platz haben. Das ist wiederum die einzige Heizung. Ohne Be- und Entlüftung keine Technik. Die einzige Technik in diesem Haus ist der automatische Anzünder gibt es nicht mal, sondern der nach 2 Stunden CO2-Mitnahmen anfeuern und dann die Klappe dicht macht, dass die Wärme nicht rausgeht, sondern drin bleibt. Das ist die ganze Technik an diesem Haus. Und links sehen Sie den ganzen Wintervorrat vom Holz mit 1,5 Kubik, heizen die Leute hier 120 Quadratmeter. Dieses Haus habe ich euch kurz erwähnt mit der Eingangsstory. Irgendwann ist mir dann doch zu kalt worden, war schon ein längerfristiges Projekt hinten abzureißen und die Scheune auszubauen. Und da ich familiär nicht weiß, was noch auf mich zukommt, war es jetzt mal wichtig für mich, einfach einen multifunktionalen Raum zu machen. Ein großer Raum, wo das Büro auch drin sein kann, ein großes Loft. Und auch hier habe ich Themen in der Nähe wieder aufgegriffen, die ich sehr spannend finde. Nicht immer weiß ich, dass es Platz hat und darum auch eine Industrie gibt und alle Varianten dazwischen. Aber ich finde es immer wieder schön, wenn man sich doch bewusst macht, wie viel man in der eigenen Region hat. Ich konnte hier glücklicherweise zurückgreifen auf einen Wald von meinem Vater und Josef war nicht mein Vater, sondern dessen Vater, also mein Großvater. Und ungefähr so lang haben diese Bäume hier gewartet bis, und ich finde die wunderschön, wirklich Tannen, die man fast zu zweit nicht umarmen kann. Und eben mit diesem Material wieder zu arbeiten. Ich habe in diesem Sommer auch sehr viel gegrillt, wo ich dieses Haus gebaut habe, um eben Kohle vom alten Haus zu gewinnen. Das wiederum habe ich zermörsert und dann bei der Betonplatte den Bauarbeitern unter den Glätter geworfen. Da musste dann ziemlich viel unterschreiben. Oder zumindest haben sie mal es angedeutet, dass ich alle Gewährleistungen auf mich nehmen musste, weil schlussendlich die machen hier gerade den fertigen Boden von 120 Quadratmeter Wohnraum. Aber bis zum Ergebnis hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Die Rußpartikel haben dem Monofinish eigentlich eine sehr schöne Tönung gegeben. Und so ist es eigentlich ein sehr einfacher
aber wertige Geschichte geworden, schlichte Hülle, rundum gedämmt und innen eine kleine Galerie eingezogen. Und man sieht hier rundum eigentlich die Bretter, die möglichst breit, nicht möglichst schmal und allen Lehrbüchern entgegen wirklich möglichst breit gelagert habe, bis zu 43 Zentimeter, einfach aufgeschnitten habe, nicht irgendwie mit dem Bandsägenschnitt, sondern von dem Sägewerk mit dem Gatter einfach runtergeschnitten, weiß mit Kalkfarbe bezogen und durch eine Künstlerin bemalen lassen. 8 Kühe und 11 gespiegelte Spiegeleier heißt das Kunstwerk. Das ist mein Bad. Ich habe gedacht, ich kann da auch mal die Wände weglassen. Das funktioniert eigentlich auch recht gut. Dann kommt ja natürlich mehr Licht hinein. Das ist, tut mir leid, meine persönliche Fototapete, wenn ich zum Fenster rausschaue. Und mittlerweile habe ich zum Arbeiten auch nur 3 Kilometer, was ziemlich genial ist, dass man eben in einer Region wie der Bregenzer Wald auch Sachen machen kann, die nicht immer ganz üblich sind, und damit verweise ich eben auf die Lichter, die da oben sind. Ein Hobby, das Design, das dann irgendwie doch zum Beruf oder Berufung geworden ist. Mit Experimenten habe ich gemerkt, hey, das wäre doch schön, wenn man wirklich Licht und Raum verbinden könnte. Habe da erste Gipselemente geformt. Hab dann gemeint, das muss die Welt sehen, ging in den alten Stall und hab gewerkelt. Ein paar Tage später war ich dann mit dieser Ausstellung da in Köln auf der Möbelmesse und habe eigentlich Leute gesucht, die das für mich produzieren, eine Lichtfirma. Da war eine große Wirtschaftskrise und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, wenn ihr nicht wollt, dann mache ich es selber, und hab dann angefangen eben aus der Oberfläche Licht zu gestalten und habe eine kleine Serie aus Gipsmodulen entwickelt, die man alle flächenbündig einspachtelt, mit dem Trockenbau 12,5 mm stark Gewebe beilegt und dann überspachtelt, verschleift und übermalt und so mit der Oberfläche des Raumes Licht produzieren kann. Und je mehr und je tiefer man in dieses Thema eingestiegen ist, umso intensiver wurde die Sache, und wir haben gewusst, okay, wegen ein paar Leuchten können wir da nicht überleben, und ist daraus wirklich jetzt eine Firma entstanden. Und wir finden schön, dass wir auch die ganze Wertschöpfung hier in der Region behalten konnten. Es sind teilweise Frauen aus dem Dorf, die in der Werkstatt arbeiten. Und mittlerweile haben wir auch viel Know-how, die wo uns jetzt auch in der Lichtwelt weiterbringen. Und wie gesagt, dieses Experimentieren oder Weiterschauen ist für uns eigentlich ein Credo, aus dem wir sehr viel Potenzial schöpfen. Und da war es irgendwann mal auf der Hand, zu sagen, jeder kennt Hängeleuchten, jeder kennt den Abschluss an die Decke, jeder kennt, dass dieser Abschluss an der Decke auch manchmal nach unten wandert, und haben gesagt, wir können ja auch Gipsmodule produzieren, wieso machen wir nicht etwas, wo diesen Aufhängung ein bisschen verfeinert. Da es so offensichtlich war, glaube ich, ist es auch so gut wahrgenommen durch Preise, aber es war uns ein besonderes Anliegen, und das ist irgendwie ein Bild, was ich immer wieder sehr gerne zeige, weil es für mich verdeutlicht, was alles möglich ist. Im Studium habe ich eines gelernt, oder eine wichtige Sache, den Glauben an die Vision. Dass die Vision, wenn man lange genug dran glaubt oder vielleicht auch dran feilt, irgendwann auch zur Realität werden kann. Und das ist nicht eine Fiktion, sondern das ist ein realistisches Bild aus den 40er Jahren. Ende 30er wurde dieses Auto entwickelt, das fliegt. Man kann mit diesem Auto landen,
und man kann auch die Flügel wegklappen und auf die Mittelstraße fahren. Also eigentlich war er vielleicht nur an der falschen Zeit oder im falschen Kontinent oder eben die Zeit nicht reif, aber eigentlich ein Traum von uns ist, könnte schon längst Realität sein, das vor 80 Jahren entwickelt wurde. Vielleicht kommt es in den nächsten Jahren oder vielleicht braucht es nochmal 50 Jahre. Aber das ist etwas, wo ich sage, hey, es ist doch schön und es treibt uns jeden Tag wieder an, eben an Sachen zu feilen, weil sich der Kontext an sich verändert hat. Und eben diese Aufhängung hat uns dann weitergeführt zu sagen, hey, diese 28 Millimeter, das könnte doch ein Thema werden, wenn wir Sachen auf diesen 28 Millimeter realisieren können, dann ist die Maßstäblichkeit des Lichtes auf einmal eine andere. Das ist dann ein spezielles Thema geworden, wo wir gesagt haben, ja, wenn wir das in sich betonen, auch noch realisieren können, dann, es war natürlich immer das eigene Interesse dran, dann ist das etwas, wie man in der Architektur vielleicht auch Fuß fassen kann, haben solche Beton-Einbaukapseln entwickelt, die man aufnageln kann und dann eben nicht nur ein Licht oder eine Hängeleuchte dort einsetzen kann, sondern auch eben unser DOT-28-System, das dann aus diesem 28 mm flächenmündiges Licht von ungefähr 400 Lumen bringt. Das sind ungefähr 40 Watt. Und wenn man das dann noch verfeinert, dann bekommen wir bis zu 1000 Lumen mittlerweile aus diesen 28 mm. Es wurde ein System aus Einbaumodulen und Leuchten, und eben hier die Variante dann als Deckenauslass. Ein System, das im Gesamten mittlerweile über 8000 Varianten hat. Klingt sehr viel, ist es nicht, aber wir haben versucht, auf jedes Deckenmaterial zu reagieren und zu sehen, dass wir das flächenbündig in jedes Material hineinarbeiten können. Natürlich im Stuck oder mit dem Gips auch plastisch. Aber ansonsten vor allem flächenmündig und eben ergänzen unser Programm wie auch durch dieses Licht, das nicht nur ein Licht ist, sondern vor allem eine Lüftung. Wieso nicht? Jeder weiß, wie unser Deckenspiegel momentan ausschaut und eigentlich entdeckt da niemand das Lüftungsrohr, kann als B- oder Entlüftung genutzt werden und sei es nur als Toilette, ja. Hier sehen wir dann, wie das im fertigen Projekt ausschauen kann. Hier vom Helmut Dietrich, Dietrich Untertrifaller, eines eigentlich das erste Projekt, das wir realisiert haben über der Küche. Der Helmut wollte kein Licht, hat aber gewusst, dass er eines braucht. Und somit sind da drei kleine Punkte, die ihn nicht weiter stören. Und dann ist dann das, wenn wir über die Lichtqualität sprechen, etwas wie Struktur gebildet werden kann, wie durch gerichtetes Licht einfach eine Tiefe im Material entsteht, im Raum. Und mittlerweile merke ich, wenn sich jemand, ein Lichtplaner, Gedanken gemacht hat und wir merken, dass man eben, für mich ist es wie ein Layer in der Architektur, wenn man den subtil und sauber einsetzt, wie Räume, Lichträume auch gestaltet werden können und so diesen Raum wirklich explizit unterstützen. Aber es ist auch einfach, ich verwende vielfach den Begriff der Sehaufgabe, also nicht nur der Inszenierung, sondern was will ich in diesem Raum machen. Es darf, wie man in dem Foto, glaube ich, auch ganz gut sieht, auch manchmal abends sein, das ist auch ganz gut in einer Gaststube, aber das, was auf dem Tisch passiert, das möchte ich wirklich gut sehen, eine Struktur vom Blattsalat erleben, aber auch die Menschen, die dort mit mir kommunizieren. Und da kann man gut die Projekte begleiten und wie gesagt, wir merken, dass es ankommt, sei es hier im linken Bild, wie zum Beispiel eine Brillanz,
auch auf ein Insektglas oder ein Glas fallen kann, wie Tiefe entstehen kann, wie Räume entstehen können. Und bewegen uns eben neben der Architektur, eben in diesem zweiten Segment im Licht, wo wir vor allem mit Lichtplanet zusammenarbeiten. Das ist ein internationales Business, wo wir eben mit diesen Ideen, mit diesen kleinen Ideen versuchen zu punkten. Hier hell erleuchteter Raum. In der Decke sind 12 Spots eingebaut, die man fast nicht sieht. Unser Credo ist, wir machen sichtbar, ohne sichtbar zu sein. Vom Thinkturn her ein Projekt, wo es auch in Lichtinszenierung geht. Und wir merken, dass wir da als Kompetenzpartner wirklich durch das Denken der Architektur einen ganz anderen Zugang haben wie eine normale Lichtfirma. Und von dem her durchwegs da auch als kleine Firma aus dem Bregenzer Wald hier mitmischen können und Lösungen anbieten können, die in dieser Art und Weise noch nicht gedacht wurden. Und das freut uns. Und eben hier dieses Denken, das eigentlich viel bei uns in der Decke passiert, dass wir natürlich mit der Architektur verankert sind und dann, wenn es fertig ist, eigentlich fast nichts mehr sehen. Hier sehen wir diese ganz kleinen Punkte, die dann das Licht beleuchten. Ein Schmuckladen, den wir in diesem Projekt selbst gemacht haben. Alles massiv und vertäfert, die ganzen Rundungen. Ohne Küfer in diesem Sinne. Und hier teilweise unser Licht dann eingepflegt haben. Schmuckdesignerin mit 20 Jahren hat sie begonnen, sich selbstständig zu machen. Und mittlerweile hat sie wirklich ihren zweiten Laden. Und das auch im Bregenzer Wald. Ja, es gibt viel zu erzählen. Wir über das Licht. Ich finde es mittlerweile schön, wie gesagt, dass wir da Fuß fassen können. Ich schleife jetzt aber wieder der Blick in die Architektur in 2, 3 Projekten, wo man das Holz in seiner Wertigkeit und Schönheit vielleicht ausprobieren konnten. Und hier ein Bauherr, der gemeint hat, er wollte will ein altes Bauernhaus von uns designen. Da hat gesagt, das kann man nicht designen, das muss man kaufen. Und der Kompromiss war dann, ein Wohnbauernhaus zu machen, neu zu errichten. Und da er viel mit Beton zu tun hat, haben wir ihm eine spezielle Aufgabe gestellt, diese Kassetten, die man normalerweise vom Holz kennt, in Beton abzugießen. Und um diesen Betonkern ist dann alles verkleidet in Holzriemenböden, auch 28 cm breit, Massivholzdielen, die hier verlegt wurden. Und wenn man sowas schaut, wie dann die Details mit dem Material zur Geltung kommen, ist es schon wie eine Schatulle. Und das ist eigentlich das Schöne am Holz, dass es mit unterschiedlichen Rauheiten und Feinheiten und vom Zimmermann bis zum Tischler oder zur Rintarsi immer wieder Maßstäblichkeiten gibt, die für uns sehr interessant sind. Hier der Kinderbereich, den wir nicht standardmäßig mit Zimmer gemacht haben. 3 Zimmer war uns ein bisschen langweilig, sondern wir haben hier einzelne Boxen entwickelt, die dann nachts eben mit Schiebetüren unterteilt werden kann. Jedes Kind hat eine Box und man schiebt es zu aus der Dachschräge und es entstehen einzelne Räume. Alles mit Akustik oder mit Vlies gepolstert, mit Filz und darum akustisch auch wirksam. Ja, auch hier hatte man die Möglichkeit, eben das Licht nicht mit zu inszenieren, und darf abschließend noch ein paar Fotos zeigen von unserem eigenen Projekt, wo wir die Möglichkeit hatten, und das ist eigentlich sehr schön, auch für mich persönlich in die Wirkungsstätte meines Vaters jetzt einzuziehen, eine Scheune oder landwirtschaftlich genutztes Gebäude, das ist ein Leerstand,
wir haben zum Vorderteil, Vorderhaus, dann eine Achse abgebrochen, haben eine hinten hingestellt und haben, nachdem dass wir die letzten 10 Jahre doch immer wieder räumlich improvisiert haben und mittlerweile auf 4 Standorte verteilt waren, alles zusammenfassen können. Und indem, dass es wirklich eine Sanierung war, wir haben die Stalldecke drinnen belassen, wir haben die ganze Konstruktion drinnen gelassen und haben versucht, das so in dieser Art und Weise zu interpretieren, dass es für uns eine interessante Lebensumgebung wird und vor allem Arbeitsumgebung. Das ist der Wintergarten, durch den ich vor kurz gelaufen bin, wo unsere gute Fee uns zum Mittag begrüßt und für uns mittags kocht, was nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeiter total genießen. Es ist nicht nur und es ist Verbindungszone, aber auch ein Wärmepuffer. Und von hier aus, mit diesem Blick zum Dorf, habe ich euch begrüßt. Von der anderen Seite ist unter dem Parkplatz die alte Jauchegrube, die wir mittlerweile zum Heizen nutzen, ein Eisspeicher. Heizung nennt sich das. Wir nehmen die solare Energie, tanken die ein, speichern die, nehmen die aus über eine Wärmepumpe wieder heraus und bis der Aggregatswechsel dann vom Wasser, der Aggregatzustand bei minus 1 Grad sich wechselt, Eis sich bildet, das Eis wird immer größer, bis wir im Frühjahr eben warm gehabt haben und da unten ein riesen Eisklotz liegt und den können wir dann wieder jetzt verwenden, um im Sommer zu kühlen. Das ist das Büro. Alles ziemlich einfach. Trockenbau, ein Kern, der uns natürlich auch als Ausstellungsfläche dient. Ansonsten viel natürliche Materialien, Holz, Lehm aus der eigenen Baugruppe als Lehmputz. Aber das ist nicht nur ein Estrich, sondern das ist eigentlich auch verdichtete Erde, ein Lehmboden, ich nenne ihn Lehmterrazzo. Und das findet unsere Feige auch ganz nett. Die hat nur diese Humus drunter bekommen, aber das wächst wirklich so aus unserem Boden heraus. Das ist jetzt meine Perspektive von meinem Arbeitsplatz, normalerweise aus. Alles dreht sich um diesen Kern herum und ja, wir freuen uns jetzt wirklich schon, dass wir dieses Gebäude vielleicht auch nach Corona Leuten auch zeigen können und weil wir uns da wohlfühlen und wenn sich jemand für ein Praktikum bewerben will, momentan sind das unsere Praktikumsarbeitsplätze an der Decke, 9 mm Schafwolle aus Tirol. Ansonsten Holz, Lehm, Putz. Und es gab eine unbelichtete Stelle, natürlich unbelichtete Stelle. Und da haben wir das Dach dann aufgeschnitten und haben einen richtigen Lichtrichter hineingesetzt und holen hier das Licht herunter. Und eben immer mehr schätze ich auch das künstliche Licht, wie man auch hier sieht. Das ist einfach, wenn es voll ausgeleuchtet ist, einfach auch eine Freude macht zum Arbeiten, haben hier auf regionales Handwerk gesetzt, wie auch unsere ganzen Leuchtenteile mittlerweile bis zu 85% der Wertschöpfung im Bregenzer Wald gemacht werden kann. Die ganzen Drehteile, Spritzgussteile, das wird eigentlich alles fast in der Nachbarschaft produziert und das finde ich sehr interessant, dass es abseits auch von den alltäglichen Wege eben Möglichkeiten gibt, durchwegs Wertschöpfung in der Region zu behalten und durchwegs damit auch zu wirtschaften. Wir sehen hier oben die Lichter eingebaut bis zur Unkenntlichkeit. Das ist das, wofür wir gerne stehen. Und eben, wenn es uns im Wintergarten so heiß wird, was fast nie passiert, aber dann können wir diesen Blick ins Tal ehren. Und manchmal auch ein Bier nehmen, bis es manchmal auch ein bisschen dunkler wird. Alles schwarz ausgestrichen. Und hier wieder im Tag
uns zurückziehen, haben einen Wintergarten, in dem wir uns auch Speisen zubereiten können mit gewissen Transformationsprozessen. Also sprich auch ein bisschen was anpflanzen. Und ja, vielleicht ergibt sich, dass wir uns da sehen. Ich möchte mich mit diesem Foto verabschieden, weil wir noch einen zweiten spannenden Vortrag haben. Das kann ich, ist gerade ein Schnappschuss, den wir das letzte Wochenende fotografiert haben, weil wir auch kleinere Projekte machen. Wir machen Querbeet-Projekte. Wichtig ist, dass sie für uns interessant sind, dass es irgendwie lohnt zu knobeln. Das ist manchmal eine städtebauliche Aufgabe. Aber die verschiedenen Maßstäbe, es kommt aufs Gleiche darauf an, immer diese letzten 5 oder 10%, für das man 90% der Entwicklungsarbeit braucht, bis es dann wirklich funktioniert oder eben eine Funktion besser abbilden kann oder sich besser in einen Ort integrieren kann. Und möchte mich mit diesem Baumhaus, das wir hier planen durften, verabschieden und freue mich auf Feedback und weitere Kommentare. Ja, vielen Dank, lieber Georg, für deinen inspirierenden Vortrag. Der Glaube an die Visionen oder also, sage ich, in dieser Region, wo du beheimatet bist, ist da wirklich auf fruchtbaren Boden gefallen und es ist ja wirklich toll, beziehungsweise erstaunlich, was da alles sozusagen blüht und gedeiht. Und nicht umsonst ist die Region um den Bregenzer Wald, sage ich, weit über Österreich oder andere Regionen hinaus bekannt. Und es gibt sicher eine Reihe von Fragen dann an dich, die wir dann bitte gerne am Schluss machen möchten. Und ich darf jetzt einfach da überleiten zum Vortrag von Michael Leube. Lieber Michael, ich möchte ganz kurz vorstellen. Du hast ja eine Professur an verschiedensten Institutionen, bist Konsulent und Berater, hast also, sage ich, viele Häfen in deinem Leben schon kennengelernt beziehungsweise bist du verweilt. Du bist in Innsbruck geboren, aufgewachsen, dann in San Francisco. Das Studium hast du in den USA und in Wien gemacht, das Doktorat dann an der Uni in Zagreb, also zum dem eben zum deinem Fachbereich Anthropologie. Von 2000 bis 2013 arbeitest du als Anthropologe in Madrid, bis dann der Ruf nach Salzburg, nach Kuchl gekommen ist, wo du eben von 2013 bis 2018 Senior Lecturer an der FH Salzburg am Standort Kuchl bist und Studenten, Studentinnen, sage ich, herangeführt hast an die Schnittstelle von Anthropologie und Design. Heute bist du an der IA-Universität und konzentrierst dich in deiner Forschung auf Kreislaufwirtschaft und das Design für soziale Innovation. Aktuell ist dein Lebensmittelpunkt im Großraum Madrid. Du wohnst ja nicht direkt in der Stadt, sondern außerhalb von Madrid in einem schönen Ort. Und der Titel deines Vortrages ist die Lebenswelt des Homo sapiens. Das ist also, sage ich, für uns als Akteure der Forst- und Holzwirtschaft und auch für die Architekten und Designer sicher ein spannendes Thema. Und wir freuen uns schon auf deinen Vortrag. Bitteschön und herzlich willkommen nochmal im Rahmen unserer Veranstaltung. Ja, danke für die Einladung noch einmal, lieber Herbert. Ich habe das sehr treu gefunden, weil wir hatten das ja ursprünglich vor 2 Jahren schon geplant und dann kam die globale Pandemie und dann haben wir es 2-mal verschoben und
trotzdem hast du dann vor ein paar Monaten mir eine E-Mail geschickt, dass das jetzt doch stattfindet. Und da war ich natürlich gerne dabei. Danke auch dem Holzcluster, dieses Event zu organisieren. Für mich ist das ein sehr schöner Anlass, in Kuchl zu sein, auch wenn es nur virtuell ist. Ich wäre natürlich viel lieber tatsächlich dort an Ort und Stelle. Ich habe Kuchl sehr lieb gewonnen. Und wenn es nach mir ginge, hätte ich auch damals in Kuchl gelebt und nicht in Salzburg. Aber es ging leider nicht nach mir. Na gut, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ich habe einige Jahre auf der FH Kuchl unterrichtet und du hast das sehr schön formuliert, die Schnittstelle zwischen der Anthropologie, also der Menschenkunde, und dem Design. Ich habe dort auf der FH Salzburg im Studiengang DPM, Design und Produktmanagement, gelehrt und geforscht. Und ich habe vorher gerade bei den Namen gesehen, dass auch einige von meinen Kollegen anwesend sind. Also das freut mich doppelt. Ich mache jetzt diesen Screenshare. Ich hoffe, das funktioniert einwandfrei. Ich benutze nämlich alle möglichen Plattformen und die sind alle ein bisschen anders. Schauen wir mal, machen wir das hier auf. Okay. Noch sehen Sie, glaube ich, nichts. So, sieht man das jetzt? Super. Na gut. Genau, also ich wurde eh schon vorgestellt, das war eine sehr gut getroffene Vorstellung eigentlich. Ich war schon in vielen Ländern unterwegs und tätig, aber im Grunde bin ich immer der Anthropologie, also der Menschenkunde, treu geblieben. In 2013 hat mich der Günter Grall eingeladen, Professor an der FH Salzburg zu werden. Und da hat dann eigentlich mein Leben eine neue Richtung angenommen. Und seitdem forsche ich und lehre ich in der Designanthropologie, wie man das so schön nennt. Leute fragen mich oft, was macht ein Anthropologe im Design? Und ich habe da ganz ehrlich gesagt schon einen Satz auswendig gelernt. Also das ist jetzt nicht spontan. Der auswendig gelernte Satz ist, dass alles, was uns so umgibt, also alles Nicht-Natürliche, ist vom Menschen und für den Menschen konzipiert und designt. Und deswegen sollten wir die Spezies gut kennenlernen. Mir hat der Vortrag jetzt gerade sehr gut gefallen. Georg, wenn du da noch dabei bist, wunderschön und hochinteressant, weil wie du sehen wirst, ich gehe das Ganze jetzt ganz theoretisch, ganz makroskopisch an und sehr viele von den Prinzipien, die du uns hier gezeigt hast in deinen Folien, werden hier erwähnt, aber wir haben uns nicht abgesprochen. Und das ist genau, worum es geht. Ich glaube, das gute Design und die gute Architektur haben diese Prinzipien schon verinnerlicht. Okay, ich möchte am Anfang nur ganz kurz ein paar Konstante erwähnen. Das sind so die allerwichtigsten Punkte in der Anthropologie, die man einfach berücksichtigen sollte. Wir alle Menschen sind die Nachkommen von denen, die überlebt haben im Nomadentum. Wir stammen alle ursprünglich aus Afrika und sind sozusagen die Nachkommen von genetischen Gewinnern. Es gibt keine Nachkommen von genetischen Losern. Das ist total wichtig, das hier zu erwähnen, weil dieses Nomadentum oder das
Jagen und Sammeln nicht individuell passieren kann und immer eine kooperative Geschichte ist, eine Geschichte, die auf dem Altruismus ruht. Das wird leider in unserem kapitalistischen System oft vergessen. Wir zählen als Menschen zu einer der wenigen eusozialen Wesen. Es gibt da einige in der Insektenwelt und auch einige Säugetiere, aber sehr, sehr wenig. Also wenn man die ganze Biodiversität der Welt anschaut, sind das wirklich ganz, ganz wenige Spezien, die es zu diesem höchsten Grad der Sozialisierung geschafft haben, die Eusozialität, höchster Grad der Kooperation. Die Empathie ist ein Wort, das viel verwendet wird, aber wenig darüber nachgedacht wird, glaube ich. Es wird im Design auch sehr, sehr oft benutzt, was gut und schön ist. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass die Empathie angeboren ist, dass wir Menschen empathische Wesen sind. Und dass wegen der Empathie das Leben eigentlich so funktioniert, wie es funktioniert. Ich rede hier natürlich vor der Pandemie, eine Fußgängerzone, wo ganz viele Leute in verschiedene Richtungen gehen, verschiedene Ziele haben, verschiedene Geschwindigkeiten haben beim Gehen und nicht ineinander crashen. Also hin und wieder passiert das dann, aber sehr, sehr selten. Das können wir Maschinen oder Avatars in einer Computersimulation wahrscheinlich nicht beibringen. Das ist genau der Grund, warum künstliche Intelligenz bei den autonomen Autos bis jetzt noch nicht auf den Straßen zu sehen ist. Wir können voneinander ablesen, in welche Richtung wir gehen, was wir vorhaben ungefähr, wenn wir nicht in unsere Handys glotzen. Aber gut, die Neophilie, das ist ein Wort, das eigentlich sehr, sehr wenig verwendet wird. Im Deutschen sagt man eigentlich eher die Neugierde. Der Mensch ist sehr neugierig, also die Gierde nach dem Neuen. Das hat uns erfinderisch gemacht, das hat uns neues Territorium gezeigt, das hat uns zu den Forschern und Abenteurern, die wir sind, gemacht. Aber es führt auch zu einer Schattenseite, nämlich, dass man dem Menschen im Grunde alles andrehen kann, wenn das Marketing und die Werbung grell und shiny genug ist. Ich betone das shiny. Es gibt da Theorien dazu, dass shiny Objects wahrscheinlich tatsächlich unser paläolithisches Hirn ansprechen und uns an Wasser erinnern. Ganz kurz, ich weiß, ich darf hier nicht zu groß ausholen. Wenn wir über das menschliche Verhalten reden, dann kann man ja oft sehr depressiv oder deprimiert werden. Es geht oft in die falsche Richtung, besonders in dem Jahr 2020 und 2021. Aber man darf nicht vergessen, dass wir nicht ferngesteuert sind und nicht wie Roboter einfach nur in eine Richtung gehen. Verhalten ist immer im Kontext zu verstehen. Wenn wir Verhalten A nicht mögen oder nicht wollen bei Menschen, dann muss das Umfeld, der Kontext umgestaltet werden zu B. Wenn das jetzt nicht etwas mit Architektur zu tun hat, dann kenne ich mich nicht mehr aus oder mit Produktdesign. Also noch einmal, wenn wir ein Verhalten A nicht wollen bei uns Menschen, dann muss der Kontext oder die Umgebung ein anderer sein, dass ein anderer Algorithmus sozusagen hervorgerufen wird. Ein klassisches Beispiel dazu ist die sogenannte Mismatch-Theorie. Es gibt Vorlieben, die wir Menschen haben, die uns im Paläolithikum, in der Steinzeit, sehr, sehr viel gebracht haben. Und das klassische Beispiel hier ist unser,
unsere Essgewohnheiten, unsere Diät. Essen, was viel Kalorien hatte, also Zucker, Salz und Kalorien hatte, haben wir im Paläolithikum aufgenommen, als gäbe es kein Morgen. Warum? Weil es sehr selten gekommen ist, weil wir selten am Tisch ein opulentes Abendessen hatten. Und so hat unser Hirn, um das ein bisschen zu vereinfachen, einen Algorithmus entwickelt, der sagt, nimm auf, was du aufnehmen kannst. Das Problem ist, wenn ein Mensch jetzt in 2021 geboren wird, dann ist das Umfeld natürlich vollkommen anders und das Baby schaut herum und merkt, aha, an jeder Ecke ist ein Burger King, ein McDonald's oder ein Zuckerladen. Der Zucker wird uns ja quasi nachgeworfen. Und so, wenn man so eine evolutionistische Logik annimmt, dann versteht man ein bisschen besser, warum wir sogenannte Zivilisationskrankheiten wie die Fettleibigkeit oder Diabetes oder die Depression oder Rückenschmerzen haben. Wir sind selektiert worden von der Natur in einem ganz anderen Umfeld. Hier ist ein zweites Beispiel, deprimierendes Beispiel von einem Mismatch. Ich habe hier das Wort Anomalie, also ein Ausreißer, ein statistischer Ausreißer. Wir sind die einzige Spezies auf der Welt von allen Tieren- und Pflanzenspezies, die es gibt, die Müll produziert haben. Ich rede hier nicht von Abfall, sondern von Müll. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich definiere hier Müll ganz schnell. Müll ist unsere menschliche Fähigkeit, Rohstoffe aus der Erde zu nehmen, zusammenzubauen, sodass wir sie nicht wieder auseinandernehmen können, also kein Reverse Engineering machen können, die dann nutzen, die Leute anregen, die so kurz wie möglich zu nutzen, also die geplante Obsoleszenz, und dann wegschmeißen. Leider ist alles, was wir je gebaut haben als Homo sapiens, immer noch hier. Das ist jetzt eine sehr kindische und vielleicht naive Ansichtsweise, aber sehr profund, das habe ich von dem Cradle-to-Cradle-Prinzip gelernt. Alles, was je gebaut wurde von Homo sapiens, ist immer noch hier. Manches wird benutzt, manches wurde recycelt und das meiste ist in unserer Luft und in unserem Erdboden. Ist alles noch hier. Man kann nichts wegwerfen. Wegwerfen ist einfach nur wie ein Kind, das sagt, man sieht mich nicht mehr. Ist einfach woanders. Na gut, das waren jetzt so ganz kurz so ein paar Konstante zum Thema Design und Architektur. Natürlich kann man darüber semesterlang reden und das tue ich auch gern mit meinen Studentinnen und Studenten. Hier haben wir leider nicht genug Zeit dafür und so möchte ich in das nächste Kapitel übergehen und zwar ökologische Nischen. Jede Spezies sucht sich eine Nische und das Interessante bei uns Menschen ist, dass wir aus einem ganz bestimmten Feld kommen, also der moderne Mensch vor quasi 2 Millionen Jahren kommt aus der Savanne in Afrika und es ist dieser Lebensraum, den wir ästhetisch nach wie vor bevorziehen. Und das ist, finde ich, jetzt hochinteressant. Also um das umgekehrt auszudrücken, diejenigen, die gemeint haben, ich finde die Gobi-Wüste oder die Sahara-Wüste irrsinnig ansprechend und toll und wunderschön, dessen genetisches Erbgut ist nicht bei uns. Die sind eingegangen, die sind gestorben. Also das, was wir als schön empfinden, ist die Umgebung, die uns damals das Leben ermöglicht hat. Und deswegen kann man in der Ästhetik, in der sogenannten Savannenhypothese, kann man evolutionistische Ästhetik erstellen. Und ich finde, Architekten, innen genauso wie Außenarchitekten, ich glaube, es könnte ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema sein für diesen Sektor. Phänotyp und Genotyp
Genotyp ist einfach die ganze genetische Information, die wir in uns tragen. Phänotyp ist all das, was man sieht, was man von außen wahrnehmen kann. Das ist jetzt unser Körper, aber das ist auch unsere Kleidung. Und das sind auch die Dinge, die wir nutzen. Und wir können von einem sogenannten extended, ausgelagerten Phänotyp reden. Und da kommen wir dann auf Gebäude. Ein Termitenhügel ist kulturell, ist nicht biologisch. Die Termiten sind biologisch, aber der Termitenberg ist ein kulturelles Phänomen. So sind unsere Häuser auch kulturelle Phänomene. Manchmal sind wir ein bisschen arrogant, manchmal. Wir sind eine sehr arrogante Spezies. Und ich glaube, es ist nicht schlecht, eine Sekunde darüber nachzudenken, wenn wir skalieren und uns Termiten anschauen und die Größe dessen Gebäude uns vor Augen halten, dann können wir mit unseren größten Gebäuden in Kuala Lumpur und so weiter sofort wieder nach Hause gehen. Wesentlich komplexer und wesentlich größer, wenn man für die Lebewesen selbst adjustiert. Nischenkonstruktion ist aus der Biologie die Idee, dass wir unsere eigene ökologische Nische kreieren und uns sozusagen damit selbst verändern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich ist die Zivilisation eine ganz großartige Geschichte und ich will auf keinen Fall zurück ins Paläolithikum, was mir manchmal vorgeworfen wird. Aber ich glaube schon, dass wir die Menschen, nach wie vor agieren wie im Paläolithikum, also dass sich da nicht wirklich viel geändert hat, dass sich unsere kulturelle, also der Kontext, wie ich schon vorher erwähnt habe, extrem geändert hat und dass das natürlich positive und negative Seiten hat. Vielleicht erkläre ich ganz kurz dieses Bild, was ich immer wieder verwende. Das ist von Banksy. Ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber sagen wir mal Banksy, einfach so neutral, ist anonym. Dieses Bild ist für mich so wichtig, dass ich das gekauft habe auf eBay und in die FH Salzburg gehängt habe. Soweit ich weiß, hängt das immer noch dort. Wahnsinnig wichtiges Bild für mich. Auf der rechten Seite sehen wir unsere Vorfahren, künstlerische Interpretation von unseren Vorfahren. Das wäre die biologische Evolution und wir Menschen haben uns nicht wesentlich verändert, körperlich und auch psychologisch. Unser Geist hat sich nicht wesentlich verändert in den letzten 40.000 Jahren. Und ich meine das genauso. Das ist nicht irgendeine komische Verschwörungstheorie. Ich meine das genauso. Mutationen brauchen sehr, sehr lang, um eine Bevölkerung insgesamt positiv zu beeinflussen. Und so haben wir uns nicht wesentlich verändert. Was sich sehr, sehr schnell verändert hat, ist auf der linken Seite zu sehen, die Einkaufswagen. Und das wäre dann die kulturelle Evolution. Und aus dem Grund haben wir da oft ein Mismatch, wo zwei Welten aufeinander prallen. Ich sehe es als meine Aufgabe als Anthropologie, das Interface zwischen den Objekten und dem Menschen zu beschreiben. Das war eigentlich ein recht schöner Satz. Auf jeden Fall. Ich möchte das letzte Thema von meinem Vortrag hier anfangen. Und hier geht es um die sogenannte Biophilie. Die Liebe zur Biologie oder die Liebe zur Natur im Grunde. Es gibt hier Prinzipien, die erforscht sind in der Anthropologie und in der Paläoanthropologie und in der Psychologie und in der Soziologie und in den meisten Humanwissenschaften. Reden wir über das menschliche Befinden. Wo fühlt sich der Mensch wohl und wo fühlt er sich unwohl? Ich persönlich gehe immer tiefer jetzt in die Richtung von Architektur, Innen- und Außenarchitektur, was für mich sehr spannend ist als
als Wandel, weil jetzt geht es auf einmal um den Raum, in dem sich der Mensch befindet, die Lebenswelt. Und da kann die Anthropologie, glaube ich, sehr, sehr viel beitragen. Okay? Es gibt jetzt Prinzipien, biophilische Prinzipien, wo es um Natur im Raum, natürliche Analogien und Natur des Raumes geht. Und noch einmal, Georg, Kompliment, ob du es weißt oder nicht, aber ich glaube, du beherrschst diese Prinzipien recht gut, wie wir jetzt in meinen Beispielen sehen werden. Das sind jetzt einfach Beispiele von Gebäuden, die ich selbst kenne, auch wirklich dort war und manche aus der Literatur. Echt. Das Wort echt, hiermit meine ich, dass die Natur tatsächlich in den Raum gebracht wird. Und ich sage es jetzt zum dritten Mal, aber ich habe mich mit dem Georg nicht abgesprochen. Ich habe den Georg heute kennengelernt. Und im Grunde hat er uns genau dieses Bild gezeigt von einem Baum, der tatsächlich in den Raum reinwächst. Nicht nur ist das ist nicht nur ein designerischer Touch und spannend und ästhetisch und schön, sondern tatsächlich gesünder für den Menschen. Ich rede von der psychologischen, aber auch von der morphologischen oder physiologischen Gesundheit. Es gibt da etliche Studien, wo die Menschen tatsächlich konzentrationsfähiger sind, ausgeglichener sind, gesünder sind, wenn wir die Natur in den Raum reinbringen. Wenn das nicht möglich ist, wenn man die Natur nicht hineinbringen kann in unsere Nischenkonstruktion, jetzt kann ich diese Wörter verwenden, dann brauchen wir auf jeden Fall Sicht auf die Natur. Und das haben wir ja bei Georgs Beispielen auch sehr, sehr schön immer wieder gesehen. Man kann sich das jetzt so vorstellen, dass unser Computer, unser Hirn gebaut wurde in der Natur und wir haben uns jetzt selbst domestiziert, haben uns herausgerissen und haben uns in eigene Gebäude gesetzt. Unser menschlicher Computer dreht jetzt ein bisschen durch und sagt, was geht hier ab, was soll das? Und deswegen müssen wir den Stimulus liefern als Architekten und als Designer. Dieses Bild hier ist einer meiner Lieblingsgebäude und Günther, wenn du da draußen bist, dann erkennst du das vielleicht. Ich war mit Günther Grall auf einer Auslandsexkursion mit den Studenten in Helsinki und da waren wir in dieser wunderschönen Holzkirche. Fantastischer Raum. Ich bin nach wie vor fühle ich mich in diesen Raum gezogen, obwohl ich da nur eine halbe Stunde verbracht habe. Wunderschöner Holzraum mit meines Erachtens genialen Nutzen vom Licht. Wir sind nicht nocturne Wesen, das heißt, wir sollten eigentlich während dem Tag unser Werk vollbringen. Aber wie der Georg schon gesagt hat, es kann auch mal Nacht werden. Und da ist es dann ganz, ganz wichtig, dass wir so gut wie möglich natürliche Lichtquellen nutzen. Die Luft ist natürlich unbeschreiblich wichtig und ich meine das jetzt im buchstäblichen Sinn, die Luft, die wir einatmen, Sauerstoff, aber ich meine das auch im metaphorischen Sinn. Wir brauchen die Luft, den Raum, um uns zu bewegen. Diese ganzen Prinzipien, die ich hier erwähne, kommen von mir natürlich jetzt ganz aus einer ganz theoretischen Ebene. Ich bin kein Architekt, aber ich bin Homo sapiens. Ich weiß, wo ich mich wohlfühle. Und ich weiß aus der Wissenschaft, dass es etliche Studien gibt, dass universell, global die Menschen sich in solchen Gegebenheiten am besten fühlen. Das ist ein Gebäude von Frank Lloyd Wright, da war ich leider noch nicht, aber ich finde das toll. Wasser,
Man muss sich das so überlegen, wenn ich noch ganz kurz ausführen kann, man muss sich das so überlegen, wenn wir auf einer Campingtour sind, wenn wir mit Freunden wandern gehen, Trekking gehen oder einfach nur auf ein Picknick gehen, dann suchen wir uns einen Platz. Okay, und dann sagen wir irgendwann, okay, hier breiten wir die Picknickdecke aus oder hier bauen wir das Zelt auf oder hier machen wir unser Basislager. Und die Kriterien dafür sind die Kriterien, die unseren Vorfahren geholfen haben, zu Homo sapiens zu werden. Okay, das passiert unbewusst. Aber wir sagen, wir wollen in der Nähe von Wasser sein. Das bedeutet, dass Pflanzen überleben. Das bedeutet, dass wir überleben. Wir brauchen einen Schutz von hinten. Wir brauchen einen Schutz vorne, müssen aber gleichzeitig auch sehen, wenn ein Raubtier auf uns zukommt oder ein Feind auf uns zukommt. Wir schauen lieber hinunter als hinauf. Wir haben gern Bäume, aber nicht zu groß. Wir stehen nicht gern tief im Wald. Und aus dem Grund sind die meisten Horrorfilme der Welt tief im Wald gefilmt. Wir schauen den Wald lieber von außen an. Und das ist in der Psychoanalyse auch ein sehr oft benutzte Metapher, am Rande des Waldes zu sein. Das ist vielleicht die Schnittstelle zum Unterbewusstsein. Mit Wasser ist es genau gleich. Das Geräusch von Wasser ist sehr, sehr wichtig für uns. Das hier ist ein Beispiel, wo ich auch selbst mitgewirkt habe, auch wenn nur theoretisch. Das kommt von der Weltausstellung in Wittenberg, in der Nähe von Berlin, wo die FH Salzburg einen der Torräume bespielt hat. Das haben wir eine sakrale Landschaft genannt. Das sind gebogene Lamellen, dünn geschnittene Bretter. Und das Interessante ist, dass das indirekt aus dem Flechten kommt. Wir haben da sehr viele Flechtworkshops gemacht, wo wir Holz geflochten haben und nach Cradle-to-Cradle Gesetzen gebaut haben. Wir haben keine Schrauben, keine Nägel und keinen Kleber verwendet, sondern nur wie die Inuits geflochten. Genau, das ist aus Wittenberg, das war 2017 in der Weltausstellung für 500 Jahre Martin Luther. Biomorphe Formen, das habe ich jetzt bei Georgs Vortrag auch sehr, sehr oft und sehr, sehr schön gesehen. Das menschliche Hirn kennt sich nicht so gut aus mit rechten Winkeln, weil rechte Winkeln gibt es nicht sehr oft in der Natur. Rund. Materialien, das ist auch von der Weltausstellung. Wir haben dort verschiedene KMUs auch gefeatured sozusagen. Hier sind Lamellen, die mit Heu bedruckt sind oder beschichtet sind und wo man auch den Geruch, also das Olfaktorische, mitnimmt. Das war einer der Pavillons, die wir oben in Wittenberg aufgebaut haben. Einer meiner Lieblingsorte auf dieser Welt, das ist hier ein Beispiel aus Spanien, das ist die Moschee in Córdoba, finde ich ein gigantischer Ort. Und das Interessante hier ist, dass das aus dem Mittelalter kommt, erstens, und zweitens, dass die Leute, die damals aus Damaskus nach Al-Andalusia gekommen sind, Heimweh hatten. Und im Grunde eine Oase nachgebaut haben. Und man sieht hier, dass es wirklich tatsächlich an eine Oase mit Palmen erinnert. Was ich so grandios finde, dass es fast aussieht, als wäre das Bild verkehrt, als würde das hier hängen mit den dünnen Säulen. Komplexität mit Ordnung zusammen. Christopher Alexander ist einer meiner Helden. Ich mag die Architektur nicht besonders, wenn es zu schräg wird. Und das meine ich jetzt ganz buchstäblich. Aber das ist nur eine eigene Wertschätzung. Hier ist ein Blick aus meinem Lieblingsraum in Kuchl. Genau in diesen Sekunden, wenn ich da unterrichte und rausschaue, denke ich mir,
Das ist gut. Das ist biophilisches Prinzip. Ob bewusst oder nicht, ob akademisch oder nicht, aber das ist ein guter Ort. Das ist einer unserer Lehrräume oder Aula, so wie sagt man, Klassenzimmer auf der FH Kuchl. Manchmal ist es ablenkend, manchmal schaue ich dann raus und verliere so ein bisschen den Faden von der Vorlesung, aber das ist auch okay. So, hier war ich wirklich stutzig. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt einfach ein Bild, was ich online gefunden habe, in den Creative Commons. Es geht hier um Schutz. Wir Menschen brauchen das Gefühl von Territorialität und von Schutz. Wir müssen sagen können, das ist mein Raum, auch wenn es nicht mein Besitz ist. Und der Georg zeigt im Grunde einen sehr, sehr ähnlichen Raum. Also das eine Bild, wo die Kinder ihre Orte haben, ihre Boxen haben. Georg, ist das vielleicht von dir? Naja, geheimnisvoll. Für uns Menschen ist das Geheimnisvolle total wichtig. Und ich glaube, aus dem Grund gibt es auch Videos, wo Apple-Produkte enthüllt werden, Boxing-Videos. Wir brauchen dieses Gefühl von geheimnisvollen Orten und das Gefühl, dass man noch etwas finden kann, dass es noch etwas Verborgenes gibt, dass es noch Features gibt, die man nicht gleich offensichtlich findet. Und das ist in der Architektur, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Ich bin kein großer Fan von Großraumbüros. Wieder eine persönliche Meinung. Hier haben wir ein ähnliches Prinzip. Das Gefühl, dass etwas ein bisschen gefährlich ist, aber dass man trotzdem sicher ist, ist für uns Menschen fantastisch. Und aus dem Grund machen wir auch so verrückte Sachen wie rutschige Bretter an unsere Füße schnallen und dann auf Eis und Schnee einen Berg hinunterfahren, was man auch Skifahren nennt. Genau, also hier ist ein total crazy Beispiel, total verrücktes Beispiel von diesen Gefahr und gleichzeitige Geborgenheit. Ich bin fast am Ende. Sind es noch zwei Folien. Ich wollte nur ganz kurz die Proxemik erwähnen. Ich sehe das fast als meine Aufgabe in der Anthropologie. Dieses Feld ist total unterbeleuchtet. Im Design und auch in der Innenarchitektur redet man sehr, sehr viel von der Haptik. Man redet auch von Farblehre, Farbwahrnehmung. Man redet von dem Geruch, obwohl selten. Man redet von der Akustik natürlich in der Architektur, aber ganz wenig von der Proxemik. Und das ist die Lehre der Distanzen, die wir pflegen. Die Distanzen, die wir zwischen uns Menschen brauchen. Der Grund, warum diese Pandemie so aufwühlend ist für uns Menschen, ist, dass wir buchstäblich getrennt werden. Die Proxemik wurde hier buchstäblich auseinandergedehnt mit Social Distancing Gesetzen oder mit Mundschutz. Wir werden tatsächlich buchstäblich getrennt voneinander und das ist gut so. Ich bin kein Pandemieleugner, aber aus dem Grund ist es, glaube ich, oder ein Grund, warum das so anstrengend ist für uns. In der Architektur besonders in der öffentlichen Architektur, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ist die Proxemik wahnsinnig wichtig. Und wenn die Proxemik gut konzipiert und designt wird, dann werden öffentliche Gebäude auch lieber und öfter verwendet. Und so sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit. Ich glaube, ein Grund, warum wenige Leute in den Öffis fahren, ist, weil die Proxemik nicht beachtet wird und man viel zu eng an totalen fremden Menschen steht, was für uns Homo sapiens aus dem Paläolithikum eine Offensive ist. Ja, und so möchte ich mich auch schon wieder verabschieden.
Hier aus Spanien. Ich erkläre noch ganz kurz diese Folie. Ich lebe in einem Dorf außerhalb von Madrid. Das ist ungefähr von der Distanz so wie Salzburg-Kuchl ungefähr. Schaut tatsächlich so aus, also der Hintergrund. Aber was ganz spannend ist, es wurden einige von diesen Spaghetti-Westerns vom Sergio Leone wurden dort gefilmt, wahrscheinlich aus Preisgründen. Wahrscheinlich war das zu teuer, in Wyoming oder in Arizona zu filmen. Und so wurden die tatsächlich in meinem Dorf gefilmt. Und der berühmteste davon ist dieser hier von Clint Eastwood, Fistful of Dollars, eine Handvoll Dollar, glaube ich, auf Deutsch. Naja, auf jeden Fall, ich würde mich sehr freuen, wenn mich einmal jemand hier besuchen kommt. Ich lebe hier in diesem Dorf. Wir haben auch Platz. Wir haben auch in der Pandemie jetzt ein bisschen angebaut und haben ein zweites kleines Häuschen daneben gebaut. Würde mich jederzeit freuen und danke nochmal für die Gelegenheit, virtuell in Kuchl zu reden. Ich verabschiede mich hiermit aus Spanien. Gracias. Ja, vielen Dank, lieber Michael. Es ist ja schön zu spüren, dass du das Bild von der Fachhochschule, wo du sozusagen jetzt auf den Georgenberg und auf den Schlenken blickst, so verinnerlicht hast und dass sozusagen das so ein das Gefühl des Raums in der Lebenswelt sehr gut ausdrückt, auch wenn es ein Seminarraum ist, ist ein Vortragsraum. Ich kann das sehr gut nachempfinden und spüren, weil ich ja auch ab und zu, sage ich, in diesem Raum Gast bin oder sein darf. Es ist wirklich einer der inspirierendsten Räumlichkeiten da auf der Fachhochschule in Kuchl. Und es ist wirklich beglückend, dass man da sein kann. Absolut, absolut. Ist mir sehr viel wert. Und vor der Pandemie bin ich immer für eine geblockte Woche nach Kuchl gekommen. Und das ist mir jetzt wirklich sehr, sehr abgegangen. Ja. Wir freuen uns, wenn du wieder in Kuchl eincheckst. Also. Ja, ich freue mich ja auch. Danke. Meine Kollegin, die Kathi, glaube ich, hat den Chat Rom ein bisschen betreut. Ist da eine Frage formuliert, Katja, die sie an unsere Referenten richtet? Könntest du das vielleicht zusammenfassen? Ja, sehr gerne. Gleichzeitig möchte ich aber alle auffordern, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, Fragen direkt an die Referenten zu stellen. Dazu entweder mit Handzeichen oder einfach das Video einschalten und direkt an den Referenten die eine oder andere Frage stellen. Geht ab jetzt jederzeit. Und zu Beginn möchte ich von der Initiative Architektur, den Roman Höllbacher, nur mal bitten, ob er seine Frage an den Georg Bechter selbst stellen möchte. Ja, danke, Katharina. Der Georg hat mir schon im Chat quasi beantwortet. Ich hatte nur die Frage, weil ich wahrscheinlich nicht ordentlich aufgepasst hatte, warum diese 28 mm Durchmesser bei diesen Lampen, wo die herkommen. Ich hatte vermutet, es sind 2 Zoll, aber er hatte, glaube ich, ein bisschen andere Erklärung dafür. Und falls das noch jemanden interessiert, vielleicht magst du es einfach noch noch erläutern, weil ich mir gedacht habe, wie kommt man gerade auf 28 mm Durchmesser? Ja, die 28 mm begleiten uns wirklich. Es ist so, dass jetzt mal die dreifache Lüsterklemme hat uns dorthin hingeleitet. Also sprich, wir haben diesen Baldachin-Auslass entwickelt, wo wir jede Art von Hängeleuchte dranhängen wollten. Und dann haben wir geschaut, durch Waffrein, Lochpass, die dreifache Lüsterklemme.
um eben dreipoliges Kabel anschließen zu können und dann die ganzen Sachen nach oben zu schicken. Und das war dann ein fixes Maß und wir haben eben die ersten Module entwickelt und haben natürlich irgendwann gecheckt, dass es nicht gut ist, wenn man den Durchmesser nochmal ändert, wenn man schon Spritzgusswerkzeuge hat. Aber auf der anderen Seite eben ein Maß gefunden haben, wo einfach die eben wieder in einer Holzlatte zum Beispiel 28 mm Platz hat, da muss man eben den Raster nicht durchschneiden oder einfach einen ganz anderen Maßstab an der Decke gibt, wenn das Licht aus eben diesen kleinen 28 mm herauskommt. Und das eine ergab das andere und mittlerweile ist alles 28, das System. Und ist ungefähr so die 2 € Größe, kann man sich gut vorstellen. Und das war der Anfang und jetzt ist es das System dort 28, genau. Das ist jedenfalls ein schönes Maß, ein neues, schönes Maß. Übrigens wollte ich einfach zu diesen sensationellen Bauten und Entwürfen gratulieren. Das ist Wahnsinn, toll. Also bin ganz gebannt und hingerissen, aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, dem es so geht heute oder generell geht. Ich war auch so frei und sage es jetzt auch gleich, wir haben uns, wir machen im Herbst eine Exkursion nach Vorarlberg von der Initiative Architektur aus und es würde mich sehr freuen, wenn wir dich besuchen dürfen in deinem Atelier beziehungsweise in deinen Werkstätten. Wir sind eben im VAI im Kontakt mit der Verena und ihren Mitarbeitern. Und wenn sich das ausgeht, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns das anschauen dürfen bei dir. Danke für die Worte. Solange es Corona zulässt, seid ihr herzlich willkommen. Ja, danke. Eine Frage hätte ich noch. Bei dem einen Haus mit dem quasi tragenden Strohballen. Da hast du auch erwähnt, sozusagen, dass das auch resistent ist gegen Ungeziefer, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, du brauchst keine gesonderte, ich sage jetzt einmal, Imprägnierung oder sonstige, sage jetzt so schlimm, nimm gleich ein Wort in den Mund, Pestizide, die verhindern, dass es zu einem Insektenbefall kommt und dann zu sagen, bei Termiten gibt es bei uns ja nicht, aber doch einiges andere. Also das ist kein Problem, oder? Oder ist das kein Problem? Das kann man handeln. Ja, das kann man handeln. Das ist eben das Interessante am Strohballenbau, eben dass man es wirklich vom Feld nehmen kann. Und das macht es interessant. Es darf natürlich nicht so viel Feuchtigkeit, also wenn man mit Holz umgehen kann, kann man irgendwann mit Stroh auch umgehen. Es sind einfach natürliche Materialien oder der Lehm, die einfach mit Feuchtigkeit oder mit den ganz alltäglichen Sachen am Bau eigentlich recht gut umgehen können, vielleicht nicht so gut als wie technisch entwickelte Sachen, aber in ihrer Konsequenz dann halt wieder rückbaubar sind. Oder einen Lehmputz kann man wieder überstreichen oder einen Riss mal wieder zumachen. Und so ist das Stroh etwas, was man eben ohne Bohrsalze verwenden kann. Termiten gibt es keine. Wie gesagt, das sind. Ich habe mal in einem Vortrag gemeint, ja gut, die einzigen Feinde wären die Haflinger. Oder die würden das Stroh fressen und dann hätte man ein Problem. Aber wenn die gut eingetäuscht sind oder eben mit Lehm bedeckt sind, dann ist es ziemlich safe. Ja. Okay, danke. Bitte. Ja, von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen gibt es noch eine Frage oder eine Anmerkung an unsere beiden Referenten? Alle scheinen tief beeindruckt zu sein oder sehnen sich schon, sage ich, nach dem Gastgarten. Allzu viel Zeit haben wir in Salzburg ja nicht mehr, weil wir noch um 10 Uhr Sperrstunde machen müssen oder sollten.
vielleicht zwischendurch noch ein, zwei Programmhinweise. Unsere nächste Veranstaltung im Rahmen dieser Initiative, dieses Projektes, findet am 16. Juni im Haus der Architektur in Salzburg, eben beim Roman, statt. Und es ist eine Podiumsdiskussion, ein Podiumsgespräch zum Thema die Zukunft des Holzbaus. Am 2. Juli haben wir eine Exkursion zu ausgewählten Bauten in der näheren Umgebung, also Stadt Salzburg, Flachgau und Denningau geplant. Da sind Sie auch recht herzlich eingeladen. Das Programm finden Sie ja jeweils auf der Homepage der Initiative Architektur beziehungsweise bei ProHolz oder beim Holzcluster Salzburg. Die Ausstellung, die im Haus der Architektur anzusehen ist, geht auch bis zum 2. Juli. Einfach vorbeikommen, wenn es möglich, vorab anmelden. Geplante Führungstermine gibt es auch jeweils um 18 Uhr, und zwar am 8. Juni, am 15. Juni und am 29. Juni. Und in der Ausstellung liegt auch unsere Publikation zu dem Projekt 20 Jahre Holzbau in Salzburg auf. Die Publikation, die übrigens von der Kathi wesentlich gestaltet wurde, ist sogar bis nach Spanien schon gekommen. Also, und wir hoffen, die Leser, Leserinnen finden Interesse und Freude daran. Das war wirklich ein tolles Projekt und schön, dass das alles so gut geglückt ist. Zwischenzeitlich ja. Haben wir noch zwei Beiträge im Chat reinbekommen. Also einmal von der Manuela ein großes Lob, dass beide Vorträge wahnsinnig spannend und inspirierend waren. Viele neue Impulse, die man jetzt erstmal verarbeiten muss oder kann. Und dann von der Doris Bernhofer haben wir, die hört uns nur, aber ihr Computer lässt keine andere Kommunikation über den Chat zu. Sie stellt die Frage an den Georg Bechter wegen dem Terrazzo aus Lehm. Mit welchem Druck soll dieser Lehm im Fußbodenbereich verarbeitet bzw. verschliffen werden? Und welches Finish wäre hier für eine Familie mit kleinen Kindern geeignet? Hast du da eine Antwort, Georg? Jo. Also zuerst mal muss das richtige Material da sein. Das ist, ist wahrscheinlich das Schwierigste an dem Teil. Unser Boden, unser Aushubmaterial, aus dem wir die Wände ja gemacht haben, unser Bodenmaterial, also unser Lehm war für das Bodenmaterial zu lehmig. Also es war eine lehmige Erde. Und das kann man eigentlich beim Boden nicht brauchen, sondern der Boden ist eigentlich, das Bindemittel ist Lehm. Und ansonsten ist es ja Kies, das sieht man ja dann, dass es eigentlich wirklich dann auch richtig angeschliffen ist. Und von dem her da, ziemlich gemacht wird. Das wird dann lose eingeschüttet. Wir haben das mit Schubkarren hineingeleert, abgezogen, gleichmäßig auf 12 cm und dann mit der Rüttelplatte auf 8 cm verdichtet, also ein Drittel Verdichtung. Das wurde gerüttelt und ich sage da Lehmterrazzo dazu, weil der Hanno Burtscher, der das für uns gemacht hat, mit Lehm und Erde, hat mir so einen Untersteller gegeben, Untersetzer, und hat mir vorab so eine Kleinigkeit halt gemacht aus Lehm, hat es gestampft mit dem Hammer und hat es dann geschliffen mit der Flex und poliert und immer schöner ist es geworden und hat gesagt, hey, das ist schon ein Untersetzer. Und er hat gesagt, ja, boah, ich will so meinen Boden haben, oder? Er hat gemeint, ich sei total verrückt, das geht nie. Und er meinte, ja, wieso? Oder habe ich gefragt, ja, also, wieso ist das nicht möglich? Und dann sagt er, das
muss man ja wirklich alles ausstampfen dann. Eben, das sieht jetzt zuerst mal aus wie eine Elefantenhaut, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir wirklich, habe meine Kumpels mit Bier und sonstigen Kleinigkeiten hergeholt und haben zwei Wochenende eben alles ausgeklopft, jede Unebenheit. Und dann hat Anna wieder übernommen und hat das geschliffen. Und diese Schlacke, diese Erde wieder gewässert oder angemischt und dann die restlichen kleineren Ritzen wieder zugemacht und so dieser Vorgang zwei, dreimal wiederholt. Und dann wurde das nur gewachst, also mit verschiedenen Wachsen, Leinöl, Kanauberwachs, das waren verschiedene Schichten, die man dann aufgetragen hat. Was ist für Kinder und Familie zu beachten? Also das ist mal ein super cooler Boden, der unheimlich weich ist auch. Obwohl er, also das merkt man wirklich zum Unterschied, wie jetzt ein geschliffener Estrich, dass es eigentlich weich ist. Und was er nicht verträgt oder nicht so gern mag, ist zum Beispiel Rollstühle. Also einfach harte Belastungen, punktuelle Belastungen. Stöckelschuhe könnten für einen Ball oder für einen Abend im Jahr ist gut. Vielleicht nicht jeden Tag. So, und die Kinder, ja, das ist das Schöne, oder man dreht auch hier den Spieß wieder um und sagt, die Natur ist halt Natur. Also das heißt, wenn mal ein Schaden passiert, kann man ihn jederzeit wieder flicken. Und aber es ist nicht ausgeschlossen, dass mal was ein Ritz größer wird. Oder wenn jetzt zum Beispiel über mehrere Tage Wasser stehen würde, hättest vielleicht ja beim normalen Boden auch einen Schaden, vielleicht einen großen Wasserschaden. Hier hast du keinen Wasserschaden, aber du hast, also die Kinder hätten ihren Spaß dran, weil sie dann irgendwie im Matsch spielen könnten. Also sprich, man muss das dann halt wieder korrigieren, austrocknen lassen, aber man kann es wieder reparieren. Es gibt ein Projekt von Matthias Hein, der hat vor 8 Jahren einen Kindergarten mit Stampflehm gemacht. Ist ein super schönes Haus. Und ich habe da noch nichts Gegenteiliges gehört, dass das nicht super funktioniert. Also, wie bei der Natur, es ist viel möglich, man hat ein paar Sachen, die man beachten muss, und wo man jetzt nicht eben beim ersten Riss die Gewährleistungsverträge rauszieht, sondern irgendwie halt schaut, wie man es reparieren kann. Aber ich kann es nur empfehlen, also es ist, die Leute hier mögen ihn sehr gern, und in dem Raum, wo wir jetzt gerade befinden, sind mit dem Boden 60 Tonnen Lehm verarbeitet, und ich meine, dass man, da sind wir bei der Anthropologie, dass man das einfach spürt und merkt und da einfach eine Aura fast hereinkommt, die man sonst nicht herstellen kann. Ja, danke für die ausführliche Antwort, Georg. Man braucht vor allem viele Freunde, hast du gesagt, gell, um diesen Boden dann auch herstellen zu können. Und das ist ja, sage ich jetzt, auch ein gesellschaftlicher Anlass, um sozusagen so ein Bauwerk zu entwickeln, zu gestalten und auch zu beleben. Das schafft ja auch was Verbindendes und gibt ja, sage ich, dem Raum auch Lebens- und Menschenwelt. Dass das, sage ich jetzt, wirklich ja im gesellschaftlichen Umfeld oder im Nahbereich, sage ich jetzt, mitgeknetet einfach worden ist oder mitgestampft, und das ist sicher, sage ich, eine Einmaligkeit und eine Aura oder ein Charakter, den der Boden eigentlich für sich immer wieder gibt und auch behält. Die Doris schreibt nur als Antwort, also nur für größere Kinder geeignet. Eine Direktnachricht habe ich noch gekriegt vom Josef Strasser.
auch wieder eine Frage an den Georg Bechter. Da geht es um die rautenförmige Holzfassade, die du uns gezeigt hast. Er schreibt, die schaut ja nur sehr gut aus. Wie erfolgt die Verwitterung? Beziehungsweise welche Lage verbirgt sich hinter der Lattung? Da meint er die äußere Konstruktion. Ja, wir sind, die Fassade ist jetzt ein halbes Jahr alt. Also das heißt, die wird jetzt, wir hatten mal so eine Probeecke gemacht, da sieht man, die wird jetzt langsam grau, die Probeecke, weil sie 3 Monate länger dranhängt. Die wird vergrauen, finde ich super, integriert sich besser. Jetzt ist es für uns fast was Abstraktes. Schlussendlich ist es eben nicht wasserführend, sondern ist wirklich eine Holzfassade, wie man es auch bei den offenen Holzlattungen kennt, ist ein Witterungsschutz für Gegenstände und für normale Regensituationen. Dahinter ist viel Luft und ein paar Wellen verbirgen sich da eigentlich nicht dahinter, sondern eigentlich im Streiflicht. Also wir haben die ganzen Lattungen auch noch in sich gebogen. Das heißt, unterm manchen Blickwinkeln ist es wirklich leicht wellig, also so Art wie ein Gewebe. Und dahinter ist einfach eine klassische Winddichtpapier, das wasserabweisend ist, und dann kommt die weitere Holzkonstruktion. Und wie gesagt, wir haben da ein bisschen oder bis zu 10 cm Abstand. Und dadurch ist eigentlich nur, wenn man Schlagregen, kann es auch wirklich hineinregen. Bisher haben sie noch keine Vögel eingenistet. Wir sind offen, was da noch alles passiert. Aber bisher ist es so geblieben, wie es ist. Mal schauen, was noch kommt. Vielen Dank. Gerne. Gut. Dann denke ich mir, dürfen wir zum Abschluss kommen. Ich darf mich bei dir, Michael, recht herzlich bedanken für deinen spannenden Vortrag. Bei dir natürlich auch, Georg. War wirklich ein toller Abend für uns. Und danke auch den Mitorganisatorinnen oder Kooperationspartnern der Initiative Architektur mit dem Roman und dem Matthias von ProHolz. Und natürlich der Katharina, die uns, sage ich, technisch da immer 100% Sicherheit vermittelt und ermöglicht. Echt super, wie das so auch online gut funktionieren kann. Danke auch an die Kooperationspartner, die Fachhochschule Salzburg, Standort Kuchl, die anderen Holzcluster in Tirol, Oberösterreich oder in der Steiermark. Und danke natürlich auch an alle Holzorganisationen. Hat uns gefreut, dass, sage ich, bei so einem lauen Frühlingsabend doch viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen an der Veranstaltung teilgenommen haben. Also ein herzliches Danke, das motiviert uns auch für die Zukunft. Und ich darf Ihnen noch einen schönen Abend aus Kuchl wünschen. Hat uns sehr gefreut und lade Sie ein, für die nächsten Veranstaltungen unseres Projektes Holzbau 2020 in Salzburg. Schönen Abend und pfiat euch. Schönen Abend. Danke.